Das sieht doch gut aus. Mal den Preview-Stream angucken. Das sieht auch ganz gut aus. Okay. Dann gucken wir doch mal. So, hier waren wir ja, da oben ist der Verrückte, der uns abgeschossen hat. Frage ist, müssen wir da unten weiter oder nicht? Okay, hier ist mal wohl erstmal safe, das heißt, wir können uns umgucken. Ich hoffe, es funktioniert alles, also Ton und so weiter. Denke aber mal schon. Ich habe ja eigentlich nur die Plattform geändert. Ja, da ist der, ja, das klingt ja gut. E-Zigarette mit Waffelgeschmack, das habe ich auch noch nicht gehört. Ich denke, wir gehen erstmal in die andere Richtung. Ich vermute nicht, dass es hier weitergeht. Man hört dich, alles super, das gefällt mir doch. Dann war das echt relativ einfach. Kurz angemeldet, den Stream-Key geändert und gut ist. So, dann gehen wir hier mal entlang. Da sind auch noch Gegner. Zumindest rennt da irgendwas vor mir weg. Sehr schön. Dann kann ich wenigstens auch weiterspielen. Und für YouTube nehme ich das Ganze ja sowieso auf meiner Festplatte auf. Also brauche ich mir deswegen auch keine Gedanken machen. Da sind schon 12 Leute zumindest da. Ich denke auch nicht, dass alle jetzt rüberkommen werden. Aber das macht ja auch nichts. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich hätte rumgehen sollen. Irgendwie ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ich heiße bei YouTube auch so, also We Play Games for You. Sehr gerne. Da ist wieder ein Gegner. Aber es hört sich dann, als ob nur die Ecke auch noch ein paar sind. Okay, da ist einer zumindest. Gut. Da ist ein Item. Eine Jägerfackel, die besser ist als die, die wir aktuell haben. Irgendwie bin ich ein bisschen verwirrt und weiß gar nicht so richtig, wo es weitergeht. Hier, wenn ich ehrlich bin. Da ist doch was. Nee. Wo geht's hier weiter, verdammt? Vielen Dank fürs Abo. Wo geht's hier weiter, verdammt? Bin ich blöd? Hier geht's runter wahrscheinlich. Oder? Sollte ich da runter?
Hier war ja nichts weiter. Okay, Leute, wir springen jetzt hier heldenmutig runter. Gut, das ging doch schon mal. Dann noch weiter runter. Irgendwo müssen wir ja ankommen wieder. Denke ich. Das sieht doch gut aus. Ganz schön lange Leiter. Kaltbluttau. Da geht's wohl wieder runter. Aber das sieht mir so aus, als ob wir jetzt gerade einmal nur im Kreis gelaufen wären. Jetzt sind wir wieder hier oben bei dem Bekloppten, der mit der Knarre schießt. Auf der anderen Seite. Das ist ja irgendwie jetzt nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich woanders rum. Okay. Hier mit dem Feuer ist das irgendwie ein bisschen stotterig. Seltsam. Gut, dann müssen wir jetzt hier mal bei dem Kerle gucken, der rumballert, ob es da irgendwie auch runterspringen geht. Okay, da wäre eine Leiter gewesen. Also... Da musst du aber, glaube ich, hin. Ich denke auch, dass ich hier hin muss. Das Ding ist, ich muss auf jeden Fall runterspringen, weil wenn ich die Leiter runtergehe, dann ballert er mich doch auf jeden Fall tot. Der macht gut Schaden, ja. Ja, ich habe auch vorher ordentlich Fallschaden bekommen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, als ob bei Hitbox der Standard-Delay von Twitch geringer ist, also zu Hitbox als zu Twitch. Das ist der OP im Rollstuhl, okay. Ich hab gedacht, den haben wir schon tot gemacht. Dann auf ein neues, da müssen wir uns jetzt erstmal unser Blut wiederholen. Und erstmal hier wieder alle Gegner unterwegs töten. Na komm her, mein Freund. Weiß gar nicht mehr, wie viele jetzt hier waren. Oh, ah, okay, diesmal hat er mich überrascht. Ich glaube, das letzte Mal nicht so. Aber gut. Haben wir noch einen. Und dann müssen wir jetzt wieder dahin. Sieht besser aus als auf Twitch. Auch nicht schlecht. Ich finde die Oberfläche von Hitbox jetzt auch gar nicht schlecht. Muss ich sagen. Okay, die haben wir schon mal wieder bekommen. Das ist doch gut. Oh, wie sind das viele? Lass uns mal zurückgehen gerade. Es ist schon lustig, wenn es besser aussieht, ohne dass ich irgendwas verändert habe. Ich habe auch von vielen gehört, dass es weniger laggen würde auf Hitbox. Ach ja, übertreib's halt, Mann. Ich habe gerade mal kurz nach unten geguckt. Vielleicht sollte man sich halt echt überlegen, ob man nicht einfach komplett auf Hitbox streamt und Twitch vergisst quasi. Wenn das bei Hitbox von der Qualität her zum einen besser ist und
wenn der Leck wirklich weniger ist, was ja viele sagen. Ich meine, für mich macht das jetzt nicht wirklich den Riesenunterschied, so wie das aussieht. Ja, Twitch macht uns viele Probleme. Und wie gesagt, selbst wenn wir jetzt was für YouTube haben möchte, kann man es, wie gesagt, ja auch einfach während dem Stream auch aufnehmen. Von daher macht es ja keinen Unterschied. Muss man es halt manuell hochladen, aber das ist ja egal, würde ich sagen. Auf jeden Fall eine gute Alternative, denke ich. Ich muss mir jetzt nur irgendwie mal Gedanken machen, wie wir an dem verrückten Baller-Heini da vorbeikommen. Alter, renn halt weiter zurück. Weil irgendwie habe ich da noch nicht so wirklich eine Idee für. Twitch ist der Marktführer, das stimmt. Das ist halt der Hauptgrund, warum da jeder ist. Weil ich meine, Twitch ist ja auch früher gegen Owned und Co. angetreten. So ist es ja jetzt nicht. Wo kommst du denn her, Kollege? Erstmal weg hier. Was macht ihr denn hier mit mir? Das muss ich mich erstmal heilen. Lass mal den da wegmachen. Sehr gut. Dann haben wir unsere Blut wieder, das ist gut. Heilen wir uns nochmal. Ich weiß nicht, ob man sich vielleicht irgendwo verstecken kann. Man kann wohl auch von Hitbox auf YouTube exportieren, das ist natürlich interessant. Ja, die Frage ist halt, ob Twitch da viel machen kann. Oder ob die mittlerweile einfach so überrannt sind mit Leuten, dass sie da kaum Chancen haben. Hier ist irgendwo noch ein Gegner. Ob der irgendwann aufhört zu ballern, wenn ich hinter dem Schutz stehe? Ich glaube, ich muss mich wirklich hinter einen Schutz stellen und dann warten, bis meine Zeit gekommen ist, quasi. Lass mal den jetzt hier kaputt machen. Ja, natürlich, das geht immer. Das hat aber immer mit Kosten zu tun. Ich springe jetzt hier einfach ganz dumm runter. Und versuche jetzt ganz schnell wegzurollen. Das ging doch schon mal gut. Weil der sieht gefährlich aus, wenn ich ehrlich bin. Komm her, du Stinkviech. Ach, fuck, ey, warum ist denn dann hier unten auch noch so ein starker Gegner? Oh Mann. Amazon sollte das nötige Kleingeld haben, das stimmt wohl. Aber wir sind zumindest schon mal runtergekommen, das ist noch nicht schlecht. Ich denke, das ist so der Trick, dass man sich dahinter versteckt, wenn er schießt. Wir müssen uns sowas einfallen lassen, wie wir den Gegner da unten tot bekommen. Amazon hat Twitch schon vor, weiß gar nicht, vor einem halben Jahr gekauft. Also, wie ich gehört habe, unternimmt Hitbox da gar nichts. Wie weit das halt stimmt, ist wieder was anderes.
Das kann natürlich auch sein, dass die Leute hier nicht reporten und einfach froh sind, dass der Stream da ist. Aber wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass der Ton-Delay nicht 15-20 Sekunden beträgt wie bei Twitch. Das finde ich halt auch sehr positiv. Ich finde bisher nur positive Sachen für Hitbox und nichts Negatives. Auch einfacher gepartnert, okay. Ja, mal gucken, vielleicht müssen wir uns mal überlegen. Hier ist irgendwo noch ein Gegner, oder nicht? Zumindest höre ich irgendwie was. Vielleicht auch nicht. Da oben der Bekloppte, ey. Warum macht er jetzt gar nichts? Das verstehe ich nicht. Kann doch nicht wahr sein. Wo muss ich denn jetzt hier wirklich hin? Gucken wir uns das jetzt erstmal in Ruhe nochmal an. Ach ja, vielleicht auch nicht so in Ruhe. Du Drecksviech. Kann man hier runter? Ich glaube, da kann man runter. Oh Mann, und ich springe da die ganze Zeit runter wie so ein Bekloppter. Oh mein Gott, das ist ja wohl ein Joke, oder? Hier hätten wir einfach runtergekommen. Einmal richtig umgucken, aber nein. Lieber 10-mal dumm ins Loch hüpfen. Ja klar, klar, das ist der Vorteil von Twitch und deswegen ist halt auch jeder auf Twitch und nicht auf Hitbox. Aber ich meine, letztendlich sieht es ja so aus, als ob Hitbox auch immer mehr User bekommt. Und ich meine, es geht ja jetzt auch nicht nur um irgendwelche Viewerzahlen. Ich mache das ja hauptsächlich auch darum, weil es mir Spaß macht, das zu machen. Okay, der schießt wieder. Ich bin auf die weiteren Bosse gespannt. Irgendwie gerade nicht so genau, wo ich bin. Ich hoffe, dass man den irgendwie töten kann. Alter, was geht denn ab? Ich hoffe, dass man den halt irgendwann töten kann, damit man sich hier mal in Ruhe umgucken kann. Okay. Was ein scheiß Vogel, ey. Da ist noch einer. Ich mag es nicht, wenn ich so unter Druck gesetzt bin. Dann kann ich mir auch meine Wege so schlecht merken, die ich zurückgelegt habe.
Der sieht ein bisschen größer aus als die vorherigen. Das war wohl mal eine Leiter. Oder Treppe. Hier werde ich bestimmt wieder abgeschossen. Oder sieht er mich? Doch, er sieht mich. Oh Mann! Ich hasse ihn! Das ist so ein Drecksviech. Nein, ich bin tot! Oh Mann! Verdammt! Jetzt müssen wir da erstmal wieder hinkommen. Verdammte Scheiße! Kann doch nicht wahr sein. Ich muss da irgendwie rauf. Ich will irgendwie gar nicht zu dem. Oh Mann. Dann nochmal. Aber wir sind zumindest schon ein bisschen weiter gekommen. Das ist doch was. Wir haben den richtigen Weg gefunden. Da bin ich schon mal rot rum. So, mein Lieber, komm her. Gut. Ich spinne die Kamera gerade wieder. Die ist ab und zu mal ein bisschen buggy. Zurück, zurück, zurück. Können wir jetzt schön zurückholen. Wir wissen ja jetzt, wo es lang geht. Hier, Scheißviecher, Mann. Den haben wir weg hier. Okay. Ich jetzt noch. Den kriegen wir auch noch. Keine Angst. Danke. Ah, das ist doch schön. Sache, bisher habe ich auch nur Vorteile bei Hitbox gesehen. Für die ersten Minuten. Mal schauen. Vor allem da auch viele von unseren YouTube-Viewern da Probleme mit Twitch haben, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Idee, das Ganze einfach auf Hitbox zu verlagern. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Da waren wir schon. Hier muss es irgendwie... Guck mal, wo geht's denn jetzt weiter? Nicht dumm. Achso, hier mussten wir doch irgendwo springen, oder? Ne, hier ist nix. Ich sag ja, ich konnte mir den Weg nicht richtig merken. Das ist jetzt das erste Mal. Hier ging's runter, okay. Okay, ja, der wieder rumgeballert. Ich erinnere mich. Weil der kommt wohl gar nicht so weit, oder doch?
zu früh gefreut. Lass mal wieder hier rein. Ich kann meine Waffe auch zweihändig benutzen, dann kann ich aber keine Fackel oder Waffe in der zweiten Hand haben. Das ist halt der Nachteil. Das heißt, wenn ich sie zweihand haben möchte, darf ich keine linke Waffe halt benutzen. Und das Licht ist doch ganz nett. Trifft er mich hier? Glaube nicht. Also noch ein Item, das ich eben nicht mitgenommen habe. Feuerparty, da geht's runter. Ich glaube, da muss ich auch hin. Genau. So war das. Rüber und dann waren hier die ganzen blöden Kackvögel. Ich glaube, ich habe alle. Dann mache ich mehr Schaden, natürlich. Aber ist es jetzt wirklich hier nötig, mehr Schaden zu machen? Weiß ich nicht. Ich habe nicht das Gefühl, als ob ich deswegen sterben würde, weil ich nicht genug Schaden mache. Vielleicht wird es ja wirklich noch nötig, dass wir auf eine Zweihandwaffe wechseln. Es gibt ja drei verschiedene Modi. Es gibt diesen Modi, dass man auf lange Range angreift. Diesen kurzen, den ich die ganze Zeit benutze. Und den Zweihand-Modi. So, jetzt müssten wir eigentlich so langsam wieder da sein, wo wir gestorben waren. Genau. Da sind wir gestorben eben. Lassen wir ihn erstmal dumm ballern. Ob wir den irgendwie herholen können. So, er ballert wieder. Kommt er jetzt oder nicht? Okay, er kommt. Es gibt so geile Großschwerter, hast du gesehen? Okay. Auf jeden Fall interessant. Die Schüsse halt nicht. Ich weiß nicht, wo ich safe bin und wo nicht. Ja, hier vorne bin ich auf jeden Fall nicht safe. Aber brauche ich gerade auch nicht sein, weil ich habe den Gegner hier reingelurrt. Ich komme aber näher, habe ich das Gefühl, zu dem Glockenturm. Das ist ja das Ziel, was wir hatten. Weil das ist ja 100 pro der nächste Boss. Da gibt es ja keinen Zweifel dran. Den haben wir halt sehr schön. Und wir haben unser Blut wieder. Perfekt. Okay. Die Axt bisher am besten. Riesige Reichweite klingt gut. Da unten ist ein Item. Kann ich mich hier verstecken? Ich glaube ja. Dann gucken wir, dass wir erstmal hier runtergehen. Dann kann ich mich hier doch bestimmt wieder verstecken, oder? Okay. Heilen. Danke. Okay, jetzt habe ich trotzdem getroffen. Jetzt rennen wir erstmal wieder da oben rein. Die habe ich ja aktiviert, die Gegner. Dann gucken wir, dass wir die erstmal töten. Also es ist bisher der nervigste Abschnitt vom Spiel. Wobei es zumindest nerviger als der erste Abschnitt. So weit sind wir ja noch nicht, dass wir das jetzt sagen können. Aber ich glaube, das ist so ein Gegner von denen, wo wir runtergesprungen waren. Verdammt.